So, das erstmal wieder in Filmposition bringen. Servus, grüezi, hallo und vor allen Dingen moin moin. Heute am Samstag vom Meutersee, Burkhard Huber, Kadu, euer Marathonbotschafter. Auf seinem Streakrun 1000 Kilometer bis zum Marathon. Tag 48. Ich kann es kaum glauben. Ich mache heute eine Speedrunde. Jetzt gehe ich erstmal wieder. 241 Kilometer abgestreakt. Heute keine Zeit. Darum heute auch eine Runde ohne Hund. Hab Besuch dieses Wochenende. Und da kümmert sich jemand um den Hund. Und ich kann endlich mal alleine laufen. Aber ich muss schon wieder in einer Stunde schon wieder auf der Arbeit sein. Insofern, mein Tag ging mir wieder schnell weg und ich hatte ja noch eine Verabredung mit euch. Darum bin ich hier. 241 Kilometer bis jetzt. Ich muss euch sagen, Wahnsinn. Manchmal denke ich, das ist ja wenig. Andererseits denke ich, wow, seit 48 Tagen ist der Typ jeden Tag am Laufen. Ich glaube, in so viele Tage hintereinander habe ich nie gelaufen. Also ich habe schon mal so einen Streak mit 30 Tagen geschafft, ganz für mich alleine. Jetzt aber 48 Tage, das ist schon, naja, aber wir haben ja noch 220 oder so, ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, Zahl ist nicht so meins, darum muss ich mir auch immer aufschreiben. Nun ja, für mich ist immer so schwierig, unter Stress loszulaufen. Wenn ich also irgendwie Termine habe, weg muss, ich muss gleich noch duschen, das Video hochladen, dann weiß ich nicht, wie die Autobahn aussieht. Dann habe ich einen beschissenen Brief bekommen, den ich erstmal verkraften muss. Dann habe ich im Moment Muskelkater. Ich habe, Rücken tut weh, Beine tun weh. Naja, seit 50 Tagen quasi oder 48 jeden Tag laufen, arbeiten in der Nacht, Hund versorgen. Das geht alles schon ganz schön an seine Grenzen. Aber wir machen weiter. Ich weiß, es ist ja für einen guten Zweck, ne? Ja, was der gute Zweck? Erfahrung sammeln ist immer ein guter Zweck. Aber laufen und schnacken, unter Zeitdruck nicht mal richtig gegessen, alles doof. Aber mein Wahlspruch, wie gehabt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Also, wart ihr schon laufen heute? Habt ihr ein schlechtes Gewissen? Heute Morgen wollte ich loslaufen, da hat es gepisst ohne Ende. Da dachte ich, nee, muss ich jetzt nicht machen. Erledige erst andere Sachen. Nun ja, das war's am Samstag, morgen ist Sonntag. Ich weiß noch nicht, wo ich den Tag verbringe. Ich kündige auch jetzt nichts an, weil meistens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Und diese Brille ist doof, die rutscht mir da und runter. Ja, wir sehen uns Sonntag. So Gott will, alles gut geht. Bedanke ich mich fürs Zugucken, wünsche euch ein ganz tolles Wochenende. Ich habe 2 Tage frei. Morgen, übermorgen frei. Wow, ist das herrlich. 2 Tage am Stück. Für viele normal, für mich jetzt im Moment liebgewordener Luxus. Montag will ich nach Hamburg was erledigen. Vielleicht laufe ich da mal wieder meine Lieblingsstrecke. Aber wir wollen den Ball flach halten. Meine Interview mit Freunden, ich habe es einfach nicht auf die Reihe gekriegt. Aber wir arbeiten dran. Wir haben ja noch über 200 Sendungen. Also, mach's gut. Genießt das Wochenende. Wir sehen uns morgen am Sonntag wieder. Tschüss, bye bye. Aus Euthen am See. Hier in Bremen. Bei Bremen, am Bremer Kreuz, da wo der Eutersee einen großen Bogen macht, ne? So heißt es doch so schön. Alles klar, hier könnt ihr mich abonnieren, Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat und laufen die alten Videos ein. Und vielleicht kann ich ja Montag schon mal wieder ein paar neue Features aufbringen, die ich gelernt habe. So, was haben wir gesendet? 4 Minuten und 7 Sekunden. Alles Gute, macht's fein, ich laufe wieder los. So, gucken wir mal, wie das hier aussieht. Wow! Haha! Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und tschüss! Und